Wow, ich bin fast durch den Ladescreen durch. Ist ja unglaublich. Ich bin übrigens gekickt worden wegen Being AFK. Cool. War das schlecht. Ja, joinst uns einfach hinterher, Rookie. Ich komm mal nochmal. Ja, was ist jetzt hier? Werter Bombenleger, wo willst du jetzt lang? So, wo seid ihr? A oder B? Wir sind Touristen bei welchen? Ich bin eine Terroristengruppe. Alter, weißt du, 8 Leute ballern auf den drauf. Und der kippt nicht um. Und wer stirbt als erstes? Ich und die anderen überleben. Wie geil. Ist so klar. Spielen wir irgendwie schon wieder mit denselben Leuten im Team? Ich sehe schon wieder bei uns im Team dieselben Namen. Alter, was geht denn da ab? Ich. So, der Gangnam Style, der steht hier im Boot und. Ich bin Terror. Gucken. Du bist auch Terror. Hey, da sind wir alle drei zusammen. Schauen wir doch einfach mal. Piranesi sollte ich kennen. Da ist es jetzt einfach nur eine Aiming-Sache, oder? Naja, gut. Ich habe mit Source immer mit einer anderen CFG gespielt. Das ist immer so eine Sache. Man muss sich dann ein bisschen ein. Ich sag mal, wir können jetzt mal 1-2 Platz machen. In der letzten Runde habe ich gerade mal einen einzigen gekillt, glaube ich. Jawohl, wir haben unseren ersten Bombenplatz gebombt. Ach nee, ich hab die Bombe. Ich gehe auf A. Ich renne! Nee, A wird nicht gehen. Komm hinterher. Ja, jetzt bin ich schon auf dem Weg dahin. Geh hin auf A. Boah. Die haben nichts gemacht, gell? Die haben nichts gemacht hier an dem Pyranesi-Ding. Oh. Nichts, gar nichts! Das die Map sieht genauso aus wie in Source, Alter. Ich dreh ab. Was ist denn hier los? Vielleicht musst du ja deswegen die Map runterladen, weil sie die Original aus Source genommen haben. Das könnte natürlich sein, aber die sieht echt aus wie in Source. Genauso. Ich hab übrigens meinen ersten heute. Yeah! Ja, also ich hab auch meinen ersten Tod. Yeah! Wo kam der jetzt her? Ich hab jetzt gerade einen beobachtet, auf einmal, weißt du, der war halt so ein Fenster drin, auf einmal kommt da einer von unten reingesprungen. Aber von außen. Von oben nach unten. Ihr habt's der ja gesehen. Der kam von oben. Ja. Siehst doch da oben der hier. Der kam von unten nach oben. Wenn du dem Kitano gerade folgst, hast du doch oben. Hast du doch dieses Ding. Und von da oben ist er in das Fenster reingesprungen. Das geht. Ach so, okay. Ja. Ich bin halt so ein typischer Das-2-Spieler, also ich kenn die Maps sind aber geil, also Pyranesi ist auch sehr geil. Ich bin eher so für etwas kleinere Maps, wo man, gut austeilen muss, sage ich jetzt mal, wo man mehr oder weniger aufeinander trifft und... Ich glaube, der Bombenmensch wollte sagen, dass wir ihn folgen. Ich hab was vergessen. Pistole vergessen. Achso, da geht's gar nicht weiter. Oh. Wo ist denn der jetzt hin? Der ist da lang, okay. Ich muss erstmal meinen Bombenmensch hier finden. Ich weiß gar nicht, wie der aussieht. Also. Der ist ja auf A gelatscht. Der Typ. So, oh Gott. David Hasselhoff hat mich getötet. Nein! Was? Nee, da ist einer mit einem David Hasselhoff-Avatar. Wer ist denn das? Der MOPB82. Oh, der hat aber schon 11 zu 5. Das ist eigentlich keine so schlechte Statistik. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, Machine Gun Preacher, der uns die Statistik anführt, der campt hier anscheinend. Oh, der wirft eine Bombe hoch, das ist natürlich praktisch. Schauen wir mal, was der Freeze macht, der stirbt wieder. Und wir folgen mal einen Rookie. Ach, stimmt, den. Er lebt noch. Sorry. So. Ich glaube, weil ich letztens den Moskito angeschossen habe, habe ich wahrscheinlich deswegen einen Teamkill passiert. Ja, ist natürlich klar, dass ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Sag mal, ist die Bombe noch da oder was? Ja, die liegt hier irgendwo. Wo? Sag mal an hier. Da, geradeaus irgendwo. Keine Ahnung, wie sie die versteckt haben. Schau mal da unten in den Gang rein. Ich sehe die nicht auf der Map, gell. Ich sehe zwar... Doch, ich sehe sie. Jetzt sehe ich sie. Echt? Ja, du bist schon richtig. Die liegt genau über dir. Nee, oben lag sie eben nicht, Doc. Das war ja das Problem. Ja, oben lag sie nicht. Die lag wahrscheinlich genau unten. So, ich folge immer pauschal dem Bombenleger. Der... Wo? Da ist.
Was fand ich aber ganz cool gerade, ich habe mich entschuldigt gerade, muss ich jetzt mal so sagen, gell? Man sagt ja immer, das ist ja hier so ein Spiel, wo sich alle aufregen und wo jeder tot ist und tralala. Ich habe mich gerade entschuldigt, dass ich die Bombe nicht bekommen hat. Da hat sich das ganze Team komplett bedankt und hat gesagt, kein Thema und mach dich nicht verrückt, das passiert jeden Mal, weißt du? Und das finde ich halt cool und das ist Teamplay und das hat nichts mit irgendwelchen Mörderspiel-Scheiß oder sonst was zu tun. Nur um das mal zu sehen. Um das mal zu sagen jetzt, müsste ich jetzt mal so anbringen, ne? Ich habe das immer so im Hinterkopf, wenn man da sowas öffentlich spielt und dass dann immer solche Sachen gesagt werden. Aber irgendwie, ich finde auch die kleine Karte irgendwie total unübersichtlich. Warte mal, wo sitzt da hinten rum? Ach, die Bombe liegt, okay, alles klar. Bombe links. Das sind das unsere Jungs hier an der Rampe, ja, gell? An der Rampe kommen sie. Ihr müsst sagen, wo du down bist. So, ja, Bombe geht gleich hoch, weg da. Ja. Ich bleib hier hinten, hier hinten, hier hinten, hier hinten. Verdammt, mich hat's erwischt. Ja, meine Statistik geht auch langsam. 3 zu 6, das geht ja schon mal. Schön ist, dass ich hier Geld fahren kann, wenn ich einfach mal. Das Schlimme ist, du hast ja eh immer 16.000. Du kannst kaufen, bis du umfällst. Achso, Bombenleger folgen. Ah, der Leck läuft da lang. Ah, was ich schön finde, ist, dass sie halt auch so ein rennen bisschen rennen die eigentlich taktisch. Immer zu B? Nee, dass die spielen so ein bisschen taktisch. Nee, die rennen jetzt auch. Ich meine, der macht Alarm bei B, ne? So, dass die Leute kommen. Ich will aber hier mal keinen erschießen. Ja. Und, ich finde aber trotzdem, die Grafik hat sich ein bisschen verbessert, finde ich ganz cool so. Gibt's noch so ein paar Gimmicks, so ein bisschen Sträucher und Zeug. Aber ja. Deswegen ist mein Naming immer noch sackelschlecht. Ja, aber wir sind ja keine Profispieler hier in der ESL und hast du nicht gesehen. Also wir spielen das ja alles zu Fun. Ich glaube, das könnte man jetzt ich wieder... Ich hab null Skill. Über wen hat er sich da gerade über aufgeregt? Gangman-Style. Ah, ja. So, jetzt macht die Bombe hoch. Perfekt. Ich hatte aber schon eine Runde, da war es genau in diesem Düdüdüd entschärft worden. Wir haben gewonnen. Terrorist gewinnt. 4 zu 4. Sehr gut. Ja. Ich bin begeistert. Sehr gut. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Gibt's die nächste selbe Taktik? Ja, und der Bombenleger bleibt stehen, oder was? Selbe Taktik, lass ihn stehen, da kommt schon. Wir machen erstmal also alles weg. Hier ist ja eine Tür. Ah, scheiße, bin ich nicht hochgekommen. Wir müssen hier aufpassen, hier darf kein Porsche kommen, rechts. Sonst hat es Mitte keinen Wert. Und natürlich können sie uns... Ah, ich bin schon tot. Die Flashs, muss ich ganz ehrlich sagen, die machen dich so blind, die machen dich wirklich blind. Also ich habe jetzt mich ja auch nicht weggedreht, das ist die andere Sache, gell? Tja, das ist ein Vergleich zu Source, ist das schlimmer geworden, muss ich sagen, mit den Flash. Aber ich find's realistischer. Nee, ist richtig. Beziehungsweise besser. Wobei, ja, wie gesagt, ich habe noch nicht so, wie gesagt, ich habe jetzt ewig nicht gespielt. Normal drehst du dich weg, wenn du siehst, dass ein Flash kommt. Aber du siehst auch die Granaten ja, nicht mehr so. Ja, in Source siehst du sie schon immer ein bisschen eher. Aber hier siehst du. Aber manchmal habe ich auch zum Beispiel, also zumindest in Source das Problem, ich drehe mich weg und bin trotzdem total flash. Das kommt immer drauf an, wenn die vor dir, also wenn der quasi die Flash hinter dich geschmissen hat und du drehst dich um, dann bringt das natürlich nichts. Ja. Nee, die ist vor mir explodiert und ich habe mich wirklich weggedreht. Ich habe dann auch wirklich weggeguckt. Ja, okay. Ja, da weiß ich nicht, also. Ich meine, alles weiß man ja auch nicht, ne? Aber normal, also es klappt auch nicht immer mit dem Wegdrehen, aber du kannst zum Beispiel vor der Mauer und dich an die Mauer stellen oder irgend sowas, weißt du, wenn eine da ist. Ja, vor allem das Schöne ist, die lassen oben die Bombe liegen und, achso, die wollen wir schon erstmal wegräumen. Ja, das machen die absichtlich. Es gibt ja verschiedene Taktiken, wenn du im War spielst. Und die Leute hier wahrscheinlich spielen auch öfters mal zusammen und versuchen einfach mal Taktiken irgendwie auszuprobieren. Hast du gesehen, wie er der Victory den weggemacht hat? Alter Schwede. Ja, ich habe auch gesehen, wie der Victory den weggemacht hat. Nee, mit dem MG. Also mit dem MG ist schon eine Sache, wisst ihr. Also die spielen gar nicht mehr mit AK oder mit M4 oder so. Also ich spiele mit MG, weil es einfach mehr Spaß macht für die. Ich finde das lustig. Ja. Es sind halt Highskiller oder, naja, würde ich jetzt sagen, sie sind schon ein bisschen Highskiller. Deswegen ist es halt immer ein bisschen
lustig. Ja, da war schon auf A, war wohl nix. Ne, wir sind ja Doppelflash. Wir sind auf B gegangen, alle. Warte mal, geh mal weg hier, wir müssen hinten auch ein bisschen. Okay, da steht einer, da steht auch einer. Aber geil ist, das ist ein Public Server, ne? Das finde ich sehr geil. Und trotzdem machen die. Jetzt haben sie Switch gemacht auf A. Verdammt, wo hat der mich jetzt weg? Ach, da oben hängt noch einer, Alter. Ja, die können hier echt viel hängen. Scheiße, der hat mich weg oben. Ah. Verdammt. Ja. Boah, das war genau hinter der Kiste. Alter, bin ich schlecht. Ich hab ich überhaupt in der ganzen Aufnahmesession überhaupt schon einen getötet? Doch vorhin in der ersten. Ich war zwei getötet. Stimmt. Ich staune, dass ich vor euch beiden bin. Das ist ja normalerweise ganz was Ungewöhnliches. Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich quasi einfach mich nicht irgendwie. Dass ich mich mehr aufs Labern konzentriere oder sonst was, wie das Spiel. Keine Ahnung. Das stimmt aber auch. Aber ich muss sagen, es ist. Ich hätte nie gedacht, also ich hatte ja vorher meine Zweifel, ich hätte nie gedacht, dass sich das Spiel so gut kommentieren lässt. Na gut, okay, so schnell wie ich immer weg bin, habe ich eigentlich Zeit zum Kommentieren. Und du spielst ja auch Public, also das ist immer, man muss immer den Unterschied machen. Spielt man Public oder spielt man im War? Wenn im War, sag ich mal, mit einem Clan, gegen einen Clan, ist nichts mit kommentieren. Und Public ist immer geil. Also Public kannst du immer, du kannst dich über jeden auslassen, der da spielt. Und das Schöne ist, du kannst halt schön... Genau. Was ihr auch immer rumswitchen auf jeden, der in deinem Team ist. Und ja, kannst du über jeden mal eine Aussage treffen. So, ich habe nicht die Bombe, das ist gut. Wie gesagt, ich folge immer dem Bombenleger. Da kannst du schon viel verkehrt machen. Da wird einer umgenietet, Klei. Ich glaube, da geht einer auf den Gangman-Style oder so ähnlich. Nee, oh ja, Gangnam-Style geht auf die anderen. Mail gibt's übrigens auch. Ah. So. Oh, nee, oder? Ah, verdammt, der stand ja schon wieder da oben. Also normalerweise gibt's ja hier, ich laufe ja normalerweise bestimmte Sachen immer an. Aber irgendwie machst du das momentan überhaupt gar nicht. Obwohl die Map immer dasselbe ist. Wie, du läufst nee, überhaupt nicht? Nee, also das siehst du falsch. Ich laufe nicht so meinen normalen Wege ab. Das ist das Problem. Ich mache irgendwie Sachen, weil der sagt, hier, geh doch mit hin, dann geh ich da mit hin. Irgendwie. Keine Ahnung. Ach ja. Geh kaputt, das ist auch eine geile, das ist auch eine ziemlich geile Gruppe. G-K-Put. Ja. Also die Leute kommen zum Teil auf Namen, wo ich echt sagen muss, boah, Respekt. Die Bombe liegt bei B, Zieber ist jetzt hier gerade. Dann läuft weiter. Schauen wir mal, was der Jordan macht. Tja. Der guckt auch ein bisschen rum. Bei den üblichen verdächtigen Plätzen. Und der kaputt. Gucken auch. So, Jordan. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, der ist Jordan, oder? Ja. Na, er läuft auch durch die Granate durch. Das ist auch cool. Ich hab nicht mal einen Plan. Na genau, gemessen. Jawohl, Jordan mit schön dem Messer mit dem über Messer den hier. Jordan geschossen. Nice, nice. Ja, der war gut. Tod, der Friese. Aber mit 2 HP, hey, Respekt. Ich habe irgendwie das Gefühl, Klefler und Helm sind hier nicht noch. Sind hier nicht mehr so effektiv wie früher. Sag, bei mir klappt das nie. Früchtchen ist bestimmt ein Mädel. Ja. Aber ich finde es auch immer nicht schlecht, wenn Mädels auch sowas spielen. Und es gibt hier richtig, ich kenne ganz viele Source-Spielerinnen, die richtig, richtig gut sind. Also da, boah, da sagst du dann hier, die cheaten, aber das ist ja gar nicht so. Und das finde ich ziemlich geil. Also. Das ist halt auch kein reines Männerspiel oder wie man immer denkt, weißt du? Sondern da spielen ja ganz viele Frauen auch. Das finde ich total cool. Jetzt muss die Bombe gewählt werden. Macht er auch. Oh.
Oh, jetzt ist Jordan weg. Jetzt ist die Bombe. Jetzt sehen wir die Bombe live und in Farbe und bunt. So, der andere ist schon da. Oh, das wird nichts. Also das wird was für die Antis. Was? Bester Spieler? Ups, was? Holt auf die Polizei.